Die Feldherrnhalle. Hier der Odeonsplatz davor. Wurde 1841 bis 1844 durch Friedrich von Gärtner im Auftrag des Königs Ludwigs I. gebaut. Vorbild war die Loggia dei Lanzi in Florenz. Die zwei steinernen Löwen sowie die beiden Bronzestatuen als Denkmal an die Feldherren Graf von Tilly und des Fürsten Wrede, wobei der Münchner unter Anspielung auf Herkunft und strategische Begabung spottet, der eine war kein Bayer und der andere kein Feldherr, flankieren das in der Mitte stehende Armeedenkmal. Am südlichen Ende des Odeonsplatz gelegen, bietet die Freitreppe der Feldherrnhalle eine willkommene Gelegenheit, die umherlaufenden Passanten zu beobachten.